Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier auf iTechDiss. Ja, Klonen, das ist das große Thema im Blueprint und daher und damit soll es heute um einen Film gehen, der ziemlich nicht so bekannt ist, aber der eben auch nicht bekannt sein soll. Ja, Blueprint. Blueprint geht erstmal rund 1 Stunde 48 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben. Und ist aus dem Jahre 2003. Im Blueprint geht es um die Geschichte von Iris, die eben an einer Krankheit leidet und ihre Klavierkünste beibehalten will, bevor sie stirbt. Dann kam sie eben auf die Idee, mit Professor Dr. Martin Fischer einen Klon zu entwickeln. Einen Klon von ihr namens Siri. Nein, nicht von Apple geklaut, damals gab es auch keine Siri, aber wenn ihr Iris einfach andersrum schreibt, dann wisst ihr wahrscheinlich, warum sie auf Siri kam. Und was Folgen das Ganze hat und ob das gut geht, das werdet ihr in dem Film erfahren. Ja, Blueprint ist ein deutscher Film von Rolf Schübel mit Franka Potente, Ulrich Thomsen, der hier der berühmteste ist, den kennen wir aus Hitman oder The Thing. Selbst in Mordecai zuletzt hat er mitgespielt. Und Franka Potente ist auch nicht so unberühmt. Die Bourne Identität oder Blow. Ja, dann haben wir hier noch Hilmer Senarun, wie man auch spricht. Und ja. Der Film an sich ist allgemein die Grundthematik auf jeden Fall sehr interessant. Das mit dem Klon. Und wie das Ganze dann aufbaut und. Es gibt auch einige Momente, die sind richtig dramatisch und richtig, richtig mitreißend. Wenn man sich da einfach reinfasst, jetzt fühlt man einfach, wie die Hauptfiguren zusammen agieren. Und was mir aber weniger gut gefühlt sind, zum Beispiel die Zeitsprünge. Manchmal kann man durcheinander, wo was jetzt gerade ist. Außerdem sieht der ganze Look allgemein nicht so toll aus. Und Franka Potente spielt hier ja Iris und Siri. Ich habe ehrlich gesagt, das. Klar, man kann es ungefähr erahnen, dass die beiden, dass man sieht, dass es gerade die Person ist, aber ehrlich gesagt, das hätte man besser machen können. Man hat es gemerkt, dass sie, also es ist zwar ein Klon, das ist klar, aber man hat trotzdem gemerkt, dass es irgendwie irgendwas faul da ist, irgendwas passt da nicht mit der Freude. Also die hätte einfach nur besser, ein bisschen besser schauspielen können, besser rüberbringen können, auch die Kostüme, Make-up-Designer hätten es besser rüberbringen können, dass das Siri ist, das Iris. Und ja, außerdem, wie gesagt, der Look, die ganze Technik, das ist, spielt nahe Zukunft, 2003, nahe Zukunft, da hätte man schon erahnen können, dass die Technik doch nicht so aussieht. Und wie gesagt, die Optik ist nicht so toll geworden und die Schauspieler überzeugen allesamt nicht. Ja, aber was der Film gut hat, ist solche sehr schöne Klavierstücke. Das fand ich auf jeden Fall richtig cool. Und ja, auf jeden Fall, der Film kann man machen, muss man wirklich nicht. Auf jeden Fall, dann war es auch schon für meine Kritik, mehr kann ich, glaube nicht erzählen. Von der Story habe ich euch schon alles erzählt und ich möchte ja nicht spoilern, gell. Dann bekommt der Film von mir 4 von 10 möglichen Punkten. Wie gesagt, kann man machen, muss man echt nicht. Dann, ja, war es auch schon. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.